Also wir haben gar so viel Eisen. Stopp, der war natürlich verkehrt. Wie so oft. Ich brauche hier einen roten Kran. Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, jetzt aber. Wieso habe ich hier eigentlich das unterste Förderband da langlaufen? Wozu? Das ist irgendwie leicht schräg. Bisschen unnötig. Okay, ja, ich sehe schon, was hier der Flaschenhals ist. Wir brauchen da definitiv die blauen Kräne. Gut, dass die mittlerweile automatisiert werden. Das finde ich sehr nett. Die hier nehme ich auch mal mit. So. Sag mal, die roten Kräne arbeiten genauso schnell wie die blauen, oder? Wo sehe ich denn das? Gesundheit, Energieverbrauch. Steht hier so gesehen gar nicht dabei. Oder nee, doch. Ist es dieses komische Uhrensymbol ganz oben? 0,5? Nee, kann nicht sein. Das muss die Herstellungszeit sein. Aber wieso steht das dann unten auch nochmal mit dabei? Benötigt das Material 2,2, 1,5 Kupfer, 4 Eisen? Oder ist das, was ganz unten steht, die Gesamtzeit, was man braucht, um alles zu fertigen? Sprich, Schaltkreis, Eisenzahnrad. Das könnte sein. Naja, auf jeden Fall kommen jetzt hier mal wieder Zahnräder an, so wie wir das eigentlich haben wollten. Jetzt wird es hier unten wieder so duster, ne? Warte mal. Haben wir sonst noch irgendwelche dunklen Stellen, wo noch Licht gebraucht werden könnte? Nee, ne? Ja, gut, bei den Forschungslaboren vielleicht ein bisschen was. Wie schaut es eigentlich mit Zugtechnologie aus? Die haben wir schon, ne? Ölverarbeitung müssten wir dann mal machen. Aber Züge könnte man soweit bauen, wie es aussieht. Das finde ich ja gar nicht mal so verkehrt. Was brauchte man für eine Lokomotive? Wir brauchen 20 Motoreneinheiten. Wir sollten ein Motorenwerk bauen. Motorenwerk hieße was? Stahlträger, Eisenzahnrad und Rohre. Nicht schon wieder. Für alles brauchst du Eisenzahnräder. Es ist fürchterlich. Kriege ich die Eisenzahnräder von da unten irgendwie da hoch? Nee, ne? Aber jetzt ist es auch das Eisen, was hier nicht mehr durchkommt. Also das war vielleicht ein bisschen zu hardcore. Ah Gott, was baue ich denn da zusammen? Das ist ja ein Blödsinn. So, ich hoffe, ja, jetzt kommt hier auch ein bisschen Eisen mal nach unten, theoretisch. Immer noch nicht. Okay, ich glaube, wir müssen den Eisenoutput hier auch noch aufrüsten. Ich bräuchte noch mal so rote Zahnräder, wollte ich jetzt sagen. Rote Fließbänder. Ja, die gibt's mir mal alle. So. Okay. Gut, da wäre es jetzt allerdings durchaus sinnvoller, wenn wir die Dinger da bauen. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, jetzt will der natürlich die ganzen Zahnräder da mitbauen. Warte mal.
Da klaue ich jetzt gerade mal kurz von unserer Produktion hier. Da wirst du ja blöd sonst. Wenn der jetzt die ganzen Zahnräder da mit craften muss. So. Okay. Jetzt brauchen wir mal ganz schnell das Eisen da oben wieder. Wo habe ich das jetzt angebunden gehabt? Ich habe das eigentlich da angebunden gehabt. Einmal hier so. Da so, da so, da so. Genau, dann fließt das da mal ordentlich durch. Den hier sollten wir auch noch aufrüsten. Okay, hat er automatisch gemacht. Sehr schön. Ja, guck mal, wie das jetzt da durchfließt. Erztechnisch, ich glaube nicht. Ja, wir könnten vielleicht noch einen Ofen setzen. Ich probiere es einfach mal. Wenn es gleich schief geht, merkt man das ja eh gleich, dass das alles steht. Da reichen uns die gelben Kräne wieder aus. Oder wie ist denn das von der, vom Energieverbrauch? Die haben 150 Watt. Die haben auch... Nee, Schmarrn. 13 Kilowatt. Die blauen haben 46. Die fressen sogar mehr Strom. Ja, es ist nicht so geil gerade. Es ist gerade nicht so geil. Aber gut. Was macht hier? Hier steht alles. Du kannst nicht fertigen, weil dir Kräne fehlen. Kräne können wir gerade nicht bauen, weil uns was fehlt? Eisen. Wo soll hier normalerweise das Eisen herkommen? Über den. Und das geht jetzt natürlich nicht. Wow. Okay. Okay, unser Eisenbedarf ist definitiv zu groß. Aber pass mal auf, wir können mal was anderes machen. Nachdem die ja jetzt schneller arbeiten, wenn man blaue Kräne verwendet, könnten drei durchaus genügen für Zahnräder. Dann kommt jetzt hier nämlich wieder Eisen durch. Gut. Haben wir das mal gelöst. Thematik Motorenwerk. Ich will immer noch ein Motorenwerk haben. Es wäre ganz nett, Motoren zu bauen. Wir brauchen Stahlträger, Zahnräder, Rohre. Rohre heißt wortgenau. Rohre, dazu brauchen wir einfach nur Eisen. Oh mein Gott. Also der Eisenbedarf ist wirklich enorm. Und das in dieser kleinen Mission, wo es nicht wirklich was gibt. Ich meine... Ja, wobei, wie groß ist denn die Map? Die Map ist wirklich ziemlich groß. Wir müssten halt mal ein bisschen was erkunden, ne? Wo komme ich jetzt nach unten, ohne was kaputt zu fahren? Hier so. Wir schauen uns jetzt einfach mal im Süden um. Gucken, was es da so gibt. Das hier müsste allerdings weg. Ja, genau deswegen. Moment, muss ich extra aussteigen zum Reparieren? Das kann es ja nicht sein. Und ein paar Reparaturkits mehr könnten auch nicht schaden. Komme ich jetzt hier überhaupt durch? Nee, ne? Da ist die Map zu Ende. Da ist tatsächlich einfach mal die Map zu Ende. Da geht es gar nicht weiter. Voll geil. Und wie ist das im Süden unten? Ich laufe da jetzt mal hin, weil es... Bis wir da jetzt mit dem Auto durch sind. Geht's nach unten auch? Alter, nee, hier ist auch die Map zu Ende. Ach du Scheiße. Okay. Vielleicht lassen wir das mit den Motoren gerade mal. Das wäre jetzt nur wegen den Zügen gewesen. Wir könnten natürlich die Anbindung da drüben... Alter! Wir könnten natürlich die Eisenanbindung und Kupferanbindung aus dem Osten drüben auch einfach so mit schnellen Förderbändern machen. Einfach nur, dass das Erz hierher kommt und da in die Schmelze mit reinläuft. Und das möglichst, bevor uns hier das Eisen zur Neige geht. Aber das ist halt ein ziemlich weiter Weg, ne?
Ich weiß gar nicht, brauchen wir. Erforsche die Rohölaufbereitung. Alter, wie lange braucht denn der bitte, bis er das mal erforscht hat? Ach Gott, wir haben ja gar keine grünen Pakete mehr. Weil keine Kräne ankommen. Kommen hier immer noch keine Kräne an? Weil wir gar kein Eisen haben. Alter, das gibt's doch nicht. Pass mal auf, ich schalte mal den ganz kurz aus. Doof. Naja, klar, da hängt unsere Stahlträgerverarbeitung mit dran. Okay. Okay, also der Eisenoutput ist definitiv zu schwach. Ja, und hier oben kommt auch gar kein Erz an bei den ganzen Dingern. Also das müssen wir definitiv pushen. Haben wir. Ja, wir haben Erzförderer. Dann bräuchte ich noch ein paar Solarzellen. Haben wir gar keine. Brauchen wir Solarpaneele unbedingt eigentlich nicht. Weißt du was? Wir gehen eher mal auf die Strommasten. Wo kommen wir da am besten durch? Am besten hier so, ne? Pass mal auf, wir haben ja unsere Handgranätchen. Oh. Wir können uns selber auch Schaden zufügen. Nicht so geil. So. Die drei nehme ich jetzt noch per Hand schnell mit. So viel Zeit muss sein. Okay, also hier könnten wir uns nochmal fett bedienen. Das finde ich ja mal gar nicht so schlecht. Dann werde ich jetzt als allererstes. Oh, wir haben gar keine Munition. Das war nicht so schlau. Kommen die hier oben irgendwie rüber? Da kommst du nicht lang. Also hier kommen sie theoretisch nicht rüber. Glaube ich. Ich kann es mal ganz kurz ausprobieren, ob man über so einen Riss laufen kann. Aber wie es aussieht, ja. Oh shit, ja. Okay, hier kämen sie auch drüber. Das heißt, hier sollten wir möglichst zumachen. Pass mal auf, wir haben doch hier jede Menge Mauern, oder? Ja. Nur für den Fall, dass sie auf die saudämliche Idee kommen, uns hier anzugreifen. Stellen wir uns hier einfach mal drei so Türmchen auf. Da können wir dann auch gerade mal unsere Munition reinpacken. Wir brauchen sie jetzt gerade nicht. Dann wäre mal dieses Eiland hier schon mal gesichert. Und dann brauchen wir hier unten noch die ganzen Geschütztürme. Dann fahre ich gleich nochmal zurück und hole uns ein bisschen Munition. Sicher ist sicher. So. Einmal. Weißt du, wie in Day of Billions einfach alles fett zumauern. Sicher ist sicher. So, komme ich da außen noch hin? Nee, komme ich nicht, aber hier dann. Perfekt. So, okay. Dann hole ich mir mal ganz, ganz kurz. Ach du Scheiße, hier ist ja auch noch offen. Warum ist da offen? Ich habe nur noch einen Geschützturm, ne? Ja gut, wir haben noch ein paar Lasertürme, die können wir da auch aufstellen. Munition, Munition, Munition hatte ich hier oben. Ja, jede Menge Muni, sehr schön. So. Achso, warte mal. Wenn wir schon hier sind, ganz, ganz kurz. Die gönnen wir uns auch noch. Wir werden sie brauchen. So, der Witz ist übrigens auch der. Ich habe mir natürlich ein bisschen rumprobiert. Naja, mit Singleplayer und Multiplayer. Und du kannst tatsächlich den Speicherstand von der Kampagne
Im Multiplayer-Modus hosten. Das funktioniert tatsächlich. Ich weiß natürlich nicht, wie das dann ist mit dem ganzen Scripting, was da ja normalerweise läuft, ja. Ob sich das mit mehreren Spielern verträgt, mit den Missionszielen und wie ist es dann, wenn da, keine Ahnung, zwei Spieler zocken und das quasi durchspielen, ne? Das habe ich natürlich nicht ausprobiert, aber man könnte, wie es aussieht. Man könnte. So. Habe ich noch Munition? Nee, ne? Die Muni lasse ich mal da drin. Ach, warte mal, wir haben ja hier noch. Machen wir das mal so. Dann nehmen wir uns hier jetzt ein bisschen was raus für uns persönlich. Gut. Damit wären wir soweit eigentlich mal gesichert. Strom wollte ich mir eigentlich hier hochlegen. Ich bin ja schlau. Ja, okay, warte. Ab wann haben wir eine Anbindung? Hier haben wir eine Anbindung. Wow, super, ich fahre erstmal dagegen. Vielleicht sollte ich das doch lieber zu Fuß machen und nicht mit dem Auto. Weil sehr viel schneller geht es ja jetzt auch nicht. Und ich hätte eigentlich ganz gern ein bisschen Licht. So. Gleich mal reparieren die Karre. Gut, dann können wir mal anfangen, hier das ganze Zeug irgendwie zu verteilen. Die Bäume sind wie immer im Weg. War ja nicht anders zu erwarten. Ja, okay, da unten fehlt uns jetzt natürlich ein bisschen was. So. Jetzt müssen wir eigentlich mit denen darüber düsen. Jetzt schließen wir erst einmal die ganzen Dinger hier an. Dass wir da überhaupt mal Strom haben. Das heißt, du dahin, du dahin, du dahin und du dahin. Damit laufen die. Das wird unsere kleinen Insektenkiller-Freunde da oben überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht freuen. Wir haben gar keine Umweltverschmutzung auf der Map. Kann das sein, dass das Skript technisch abgeschaltet ist? Ich drücke die Alt-Taste, wie du siehst, und man sieht lediglich hier die Reichweite der Geschütztürme. Mehr sieht man hier gar nicht. Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal sehr interessant. So, okay. Ja, na klar. Das wäre wahrscheinlich mit einem Zugsystem 10.000 Mal sinnvoller, aber wie gesagt, wir kommen gerade schlecht an die Motoren ran. Ich könnte sie natürlich alle per Hand fertigen, aber das würde auch dauern und ja, habe ich keinen Bock zu. Wo muss man hin? Wir müssen da drüben hin. Ne, da so hin, das heißt hier wieder ein bisschen nach unten. Ja, das könnte bereits die passende Höhe sein. Haben wir noch so einen roten? Ne, haben wir nicht. Perfekt.